Willkommen beim ersten Digital Art Salon. Ich begrüße alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns hier in der Arena und in der Pinakothek der Moderne im Auditorium sehen, die uns auf der Website und auf dem YouTube-Kanal des Museums verfolgen oder über MS Live Event direkt zugeschaltet sind. Das sind wahrscheinlich die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von EY. Ich bin Bernhard Schwenk, Kurator für die Kunst der Gegenwart an der Pinakothek der Moderne in München. Und der Digital Art Salon ist ein neuer Bestandteil der langjährigen Kooperation zwischen der Pinakothek der Moderne und EY. EY danke ich an dieser Stelle, ebenso wie PIN, den Freunden der Pinakothek der Moderne. Wir sind gerade nicht im Museum, sondern im Wavespace München. Und neben mir sehen Sie aus der Ferne zugeschaltet Konrad Meyer, unser Gastgeber hier und Leiter der EY Region Süd, an den ich das Wort jetzt übergebe. Vielen Dank, Professor Schwenk. Liebe Gäste, auch ein herzliches Willkommen im Namen aller Partnerinnen und Partner von EY. Für alle, die EY nicht kennen, wir sind Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Unternehmensberater mit über 11.000 Mitarbeitenden in Deutschland und einer Viertelmillion weltweit. Mir ist es eine ganz große Ehre, dass wir als Sponsor im Rahmen unseres EY Art Programms einen Beitrag zur Weiterentwicklung der kulturellen Vermittlungsarbeit leisten können. Building a better working world ist bei EY unser Anspruch. Daher freuen wir uns umso mehr, dass wir gemeinsam mit der Pinakothek der Moderne ein spannendes, neues Veranstaltungsformat, den Digital Art Salon, initiieren konnten. Passend zum Namen der Veranstaltungsreihe freuen wir uns für den Digital Art Salon einen idealen und sagen wir digitalen Austragungsort gefunden zu haben. Und zwar hier bei uns im ganz neuen EY Wavespace in München. Unser Wavespace ist eine innovative und kollaborative Arbeitsumgebung, geprägt von Design Thinking und modernster digitaler Technologie. Wir arbeiten gemeinsam mit unseren Kunden an Innovationsprojekten und schneiden jede Sitzung auf deren Bedürfnisse zu. Nun freue ich mich sehr auf einen angeregten Austausch und Antworten auf die Frage, was wir unter Erfolg im digitalen Zeitalter verstehen. Viel Freude beim ersten Digital Art Salon. Im Digital Art Salon diskutieren wir gesellschaftliche Themen unserer Zeit. Themen, die uns alle gleichermaßen betreffen, die aber vielleicht nicht von allen Menschen in derselben Weise wahrgenommen werden. Deshalb sind unsere Talkrunden auch divers besetzt. Wir laden Expertinnen und Experten unterschiedlicher Fachrichtungen ein und haben immer dabei Künstlerinnen und Künstler sowie andere Menschen aus dem Kulturbereich, die das Thema des jeweiligen Salons mit möglichen anderen Perspektiven bereichern. Neben mir sitzt die Kunstberaterin, Medienexpertin und Autorin Mohn Müller-Schön. Sie gründete nach ihrem Studium der Kunstgeschichte Anfang der 90er Jahre das MM Art Management, ein Dienstleistungsunternehmen für private und Unternehmenssammlungen. Heute berät sie Konzerne wie Hubert Burda Media oder Roland Berger und einige andere. Besonders wichtig ist ihr die Förderung junger Künstlerinnen und Künstler. Und Müller-Schön hält Vorträge, kuratiert Ausstellungen und lebt ihr für ihre Leidenschaft, die Kunst. Einer breiten Öffentlichkeit, wahrscheinlich auch Ihnen, ist sie durch ihre wöchentliche Kunstkolumne im Magazin Bunte bekannt. Herzlich willkommen. Den Wirtschaftsprüfer Konrad Meyer haben Sie bereits kennengelernt. Seit Sommer 2017 leitet er die EY Region Süd. Dabei ist er insbesondere für die strategische Marktausrichtung, die Kundenbetreuung und die Markenbildung von EY zuständig, sicher auch etwas, was jetzt für unsere heutige Diskussion interessant ist. Konrad Meyer studierte Betriebswirtschaft und 1993, also auch schon eine Weile, begann seine Karriere bei EY. Ja, und last but not least, ganz außen, aber in unserem Herzen ganz weit drinnen, der Künstler Philipp Messner. Der gebürtige Südtiroler hat an der Akademie der Bildenden Künste bei Professor Michelangelo Pistoletto in Wien sowie an der École Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Paris studiert. Seine Skulpturen, Zeichnungen
Medienarbeiten und Installationen wurden international ausgestellt zwischen Portugal, Deutschland, Italien, Polen, Aserbaidschan und China. Seine Werke befinden sich in zahlreichen öffentlichen und privaten Sammlungen, unter anderem im Neuen Museum in Nürnberg, im Centre for Contemporary Art in Warschau, im Museum in Bozen und in der Pinakothek der Moderne in München. Vermutlich könnte ich jetzt jeden unserer vier Gäste fragen, was für ihn und für sie Erfolg persönlich bedeutet. Und ich würde wahrscheinlich vier ganz unterschiedliche Antworten erhalten, denn persönliche Erfolge hängen stets mit persönlichen Erwartungen zusammen. Erfolg hängt ja auch für viele zusammen mit Erfüllung der eigenen Erwartungen. Aber heute beschäftigt uns eher der Erfolg als kulturelles Konstrukt. Wir sind interessiert, was Erfolg für unsere Kultur bedeutet und ob sich das Prinzip Erfolg in den letzten 10, 20 Jahren eben auch durch die Digitalisierung vielleicht noch weiter verändern wird. Gehen wir in medias res. Ich stelle die erste Frage vielleicht an Sie, Frau Professor Willer. Als Soziologin erforschen Sie kulturelle Phänomene und Vereinbarungen, die eine Gesellschaft konstruiert. Dazu gehören auch die Vorstellungen von Erfolg. Was eigentlich, woher kommt das eigentlich aus Ihrer Einschätzung, dass der Erfolg so eine hohe gesellschaftliche Bedeutung hat? Ich sage es mal in unserer westlichen Kultur. Und wie kommt es, dass Erfolg so positiv besetzt ist? Ja, ich denke, das ist das Versprechen der Moderne, dass die Menschen wesentlich und vor allem darüber zählen, was sie tun und was sie leisten und was sie können und weniger darüber, was sie sind. Also in so einem Sinne von, ja, was sie in sich tragen oder qua Geburt oder so sind, sondern das Versprechen ist, wenn du viel leistest, wirst du auch viel Anerkennung, wirst du viel Geld, wirst du viel Erfolg haben über das, was du tust und weniger über das, was du bist. Und insofern, wenn man das noch koppelt mit der Idee wiederum, dass in der Moderne und auch für unsere Gegenwart das Individuum, das sich selber treu sein, sich selbst zu verwirklichen, so ein ganz positiver Wert ist und was ganz, ganz Entscheidendes, dann koppelt sich das immer. Dann werden wir zu einer Person, die gesellschaftlich anerkennbar ist, die Teil der Gesellschaft ist, über den Erfolg, den wir über das, was wir tun, erlangen. Anders gesagt, im Erfolg realisiert sich die gesellschaftliche Anerkennung dessen, was wir tun. Und da braucht es, also das ist zumindest das Versprechen, ob das in der Praxis immer so ist und so gelingt, das ist nochmal eine ganz andere und sehr wichtige Frage. Aber ja, ich glaube, das wäre sozusagen die Programmatik der modernen Gesellschaft, die auch für uns heute weiterhin ganz, ganz wichtig ist. Weil Leistungsgesellschaft und Arbeitsethos einfach noch ganz zentrale Begriffe sind. Ja, ist das ganz kurz, das ist wahrscheinlich eine eigene Diskussion, ist das nur in der westlichen Kultur so oder ist das speziell in der westlichen Kultur so? Ich kann darüber nur etwas spekulieren, weil ich keine Expertin bin für andere Bereiche. Aber ich glaube, es ist erstmal hinreichend zu sagen, es ist auf jeden Fall in den Gesellschaften, die wir als Westen kennen. So. Ich glaube, eine ideale Überleitung zum Experten für die Ökonomie, von der Soziologie zur Ökonomie, wo die Rolle des positiven Erfolgs ja vielleicht am deutlichsten zum Tragen kommt. Herr Mayer, Sie haben eine leitende Funktion in einem weltweit operierenden Unternehmen, das andere Unternehmen wiederum wirtschaftlich berät. Ihre Mandanten wollen Erfolg haben. Und möglicherweise folgen viele Mandanten, die zu Ihrem zunächst einmal einem sehr traditionellen Erfolgskonzept, das da heißt Expansion und Profitmaximierung. Haben sich Ihrer Meinung nach die Parameter für Erfolg in den letzten Jahren verändert? Ja, absolut. Denn vielleicht mal beginnend damit, dass die Digitalisierung unglaubliche Schnelllebigkeit in unserer Welt die Möglichkeit gibt, nahezu jede Information in Echtzeit zu halten. Es ist so, dass auch diese Parameter, diese Erfolgsparameter durchaus die dramatischen Dynamik verändern. Erfolg kann ja nicht nur einseitig sein, sondern besteht eben aus den Bausteinen und auch auf die Perspektive an. Ich denke, jeder kennt diesen unternehmerischen Erfolg, den man ganz klassisch in Zahlen, in Fakten abbilden kann, nachlesen kann. Zum anderen haben wir aber auch zunehmend gesellschaftlichen Erfolg, der immer mehr in den Fokus rutscht. Ich denke, gerade in der letzten Zeit viel mehr Bedeutung gewonnen hat und viel tiefer geworden ist. Man einfach mal nur das Thema Klimaschutz denkt, das sehr stark in der Diskussion war, jetzt sehr stark wiederkommt. Die ganze Dekarbonisierung,
Umwelt, wird ganz häufig unter Nachhaltigkeit eigene Erfolgsfaktoren, Überlegungen gewandelt, rutscht immer mehr in den Fokus. Also von den positivistischen Werten der Marktwirtschaft zu den ideellen gesellschaftlichen Werten. Das ist interessant. Wenden wir uns jetzt dem Erfolgsbegriff in Kunst und Kultur zu. Wenn du das hörst, liebe Mohn, von Frau Willer und Herrn Mayer, was sie zum Thema Erfolg gesagt haben, und du denkst an die Geschichte der Kunst. Wir gehen mal ein bisschen aus der Gegenwart zurück. Wann war man in früheren Jahrhunderten eigentlich ein erfolgreicher Künstler? Ich glaube, die männliche Form kann man machen. So viele Frauen gab es in der traditionellen Kunstgeschichte nicht. Welche Erfolgsgeschichten erzählt die Kunstgeschichte? Also erstmal glaube ich, dass sich das gar nicht so sehr geändert hat, denn für einen Künstler ist es ja wichtig, gesehen zu werden als Erfolg. Das war immer so, das ist auch heute noch so. Und wann hat man es geschafft als Künstler? Wenn man posthum noch besprochen wird, wenn man noch da ist. Ja, wenn der Erfolg, also dass sein eigenes Werk einen selbst überlegt. Beispiel dafür ist zum Beispiel Albrecht Dürer. Albrecht Dürer, der 1541 gestorben ist und ein Riesenvermögen von 6.000 Gulden hinterlassen hat, das wäre im heutigen Standard 6 Millionen Euro, der nämlich schon sehr, sehr früh erkannt hat, wie er seinen eigenen Brand, wie man das ja heutzutage nennt, aufbaut, indem er schon als 13-Jähriger ein Selbstporträt geschaffen hat, was berühmt wurde, was ihm dann wiederum sehr viele Aufträge verschafft hat. Und er sehr, sehr geschäftsüchtig war und für seine Bilder tatsächlich fünfstellige Summen verlangen konnte. Und dabei auch noch nicht nur von dem Verkauf der Bilder gelebt hat, sondern auch von dem Verkauf seiner Druckgrafiken. Also diese die Bilder, die er vervielfältigt hat in Papier, die hat er in die weite Welt geschickt. Dadurch wurde er bekannter, hat sich das aber auch noch entlöhnen lassen. Das war ein sehr lukratives Geschäft. Also er war tatsächlich einer, der Rembrandt ähnlich, der einen Brand hatte und auch eben nicht nur posthum berühmt war, sondern schon zu Lebzeiten. Und das muss man ja als Künstler, das ist, glaube ich, erstrebenswert. Künstler. Hört sich alles nach Gegenwart an, hört sich gar nicht nach Geschichte an. Philipp Messner, du hast soziologische, ökonomische und kunstgeschichtliche Sichtweisen gehört. Du bist ein zeitgenössischer Künstler. Was bedeutet für dich Erfolg? Und wenn wir jetzt von einem gesellschaftlichen Konstrukt des Erfolgs reden, gibt es aus deiner Einschätzung einen Konsens unter Künstlerinnen darüber, was Erfolg ist? Also jetzt sozusagen als Künstler gesprochen, weil quasi als Künstler hat man ja auch immer eine Rolle, eine sozusagen Zwischenrolle in der Gesellschaft auf eine Art und Weise. Und ich glaube, was verbindend ist für Künstler, ist diese, wenn man sozusagen eine bestimmte Autonomie erreicht. Und diese Autonomie hat natürlich mit Anerkennung zu tun, mit ökonomischer Anerkennung, aber auch sozusagen mit einfach wahrgenommen werden, weil Kunst sozusagen macht man ja eigentlich für das Publikum, nicht egal, also ob man jetzt macht oder so, schreibt, schätze ich mal, oder eben bildende Kunst. Also sozusagen, es geht immer um Veröffentlichung. Also ist der Künstler natürlich auch eine öffentliche Figur, nicht sozusagen, und dann gibt es noch die Person. Und wenn man praktisch irgendwie sagen, diese Autonomie erreicht, indem man eine Anerkennung hat, dass man da, wo man das dann auch machen kann, was man machen möchte, das ist quasi dieser Spagat. Das ist, denke ich, dann fast für jeden Künstler was anderes. Aber sozusagen in diesem Zwischenraum sozusagen spielt es ab. Also die Möglichkeit sozusagen, wenn es einem gefällt, auch relativ isoliert und sozusagen in sich abgekoppelt irgendwie der Tätigkeit hinterher zu gehen und die dann sozusagen eine Anerkennung bekommt, so, das ist, würde ich jetzt als Idealzustand beschreiben. Das ist erst das auch von einem Balanceakt. Persönlichen genau. Zustand gesprochen, also ja. Diese Autonomie hat viel mit dem Ich auch zu tun erstmal. Ja. Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, weil es ja auch eine andere Vorstellung geben könnte, aber vielleicht ist das erstmal etwas, was wichtig ist. Du hast jetzt auch noch nicht von der Messbarkeit des Erfolgs gesprochen. Vielleicht ist das auch eine Frage nochmal an Mohn Müller-Schön. Neben deiner Tätigkeit als Kunstberaterin bist du ja auch Medienexpertin. Du hast die Kolumne bei der Bund, ich habe sie erwähnt, in der du regelmäßig über die von dir als wichtig erachteten Kunstereignisse berichtest. Und du bist eine Influencerin auf Social Media. Ist es für einen jungen Künstler, eine junge Künstlerin im Medienzeitalter leichter, erfolgreich zu werden?
Da, über diese Frage habe ich echt lange nachgedacht. Es ist leichter, es kann schneller gehen, es ist sehr, sehr viel anstrengender, glaube ich. Es erfordert extrem viel Input. Es ist aber auch wesentlich flüchtiger. Also muss man nur an Andy Warhol denken, ja, The 15 Minutes of Fame. Man muss aber, dass diese Aufmerksamkeit, Warhol wäre übrigens, glaube ich, extrem gewesen in diesen Zeiten, weil ihm ging es ja um, das war ja die Ökonomie der Aufmerksamkeit, ja, ihm ging es um die Aufmerksamkeit. Er war einer der Ersten, der das so gelebt hat. Ich denke, es ist eben sehr, sehr viel Arbeit. Es fordert sehr viel Präsenz. Ich kenne Künstler, die sich dem extrem verweigern und andere Künstler, die dafür alles geben, um so präsent zu sein. Es ist eben eine Frage der Persönlichkeit. Wie weit will man gehen? Was will man zeigen? Und es geht um das Narrativ, ja, um die Legende. It's all about the legend. Es gibt Künstler, deren Namen ich jetzt nicht nenne, die diesen Wunderkind-Status für sich entdeckt haben, der in den Medien dann beschrieben wird. Die verkaufen für hohe fünfstellige Summen ihre Bilder. Die waren noch nie in einem Museum oder in einer Galerie ausgestellt. Ja, das ist ein Phänomen unserer Zeit. Das halte ich für sehr flüchtig. Also wenn ich jetzt einem meiner Sammler, würde ich diese Arbeit nicht empfehlen trauen, weil könnte ich mein Geld auch spenden. Also diese Flüchtigkeit, glaube ich, ist extrem. Und diese schnelle Präsenz, die vielleicht gar nicht so einen Bestand hat. Ja, das sind vielleicht auch die Gefahren, die sich dann ergeben, denn eine Flüchtigkeit in einer riesigen Öffentlichkeit kann ja auch in der falsche Richtung gehen. Ja. Da sind wir dann im Grunde wieder bei dem, was du gesagt hast, der Künstler spielt eine Rolle und er spielt sie eben der Öffentlichkeit und ist unter Umständen jemand anderes im Studio. Und diese Zweiteilung ist dann eben das eine für den öffentlichen Erfolg und das andere für den persönlichen Erfolg. Ja, weil man Erfolg. Ja auch nie weiß, was stimmt und was nicht. Ja. Das ist ja schwer zu überprüfen. Ja. Ich könnte da noch so was hinzufügen, dass ich bin mir gar nicht sicher, ob der Künstler eine Rolle spielt. Ich glaube, der Künstler hat sozusagen, Künstler sein ist per se auch eine Rolle. Und da ist diese Frage von Authentizität, die ist sozusagen auf eine Art und Weise sehr diffus. Und wenn dann auch wieder sozusagen so ein relativ sozusagen so ein Habitat eher als eine Eindeutigkeit. Die praktisch die Arbeit in der Medialisierung, diese Möglichkeit, sich veräußern zu bringen, das ist natürlich als Künstler auch die Frage, okay, wo lagert sich oder sozusagen verlagert sich meine Tätigkeit? Nicht? Ist sozusagen, oder gibt es das überhaupt, dieses Kunstwerk, wie man es sozusagen zu Zeiten von Rembrandt oder Dürer kannte? Weil die haben natürlich Bilder produziert und das waren ja schon mediale Formate. Jetzt sozusagen in dieser Zeit gibt es sozusagen die medialen Formate, die haben quasi sozusagen Überhand genommen. Nicht mehr sozusagen malen in dem Sinne, also wo bist du tatsächlich sozusagen da oder gibt es eine Tatsächlichkeit? Bei den medialen Formaten würde ich gerade bleiben, weil die verbinden sich auch sehr gut jetzt mit den Stories, mit den Legenden, mit den Mythen, die geschaffen werden, die unter Umständen mit einer Realität, wie wir sie früher verstanden haben, gar nichts zu tun haben. Und wenn ich das richtig verstehe, dann betrifft das ja auch, Herr Mayer, die Wirtschaft. Ist da nicht auch eine ähnliche Entwicklung zu beobachten? Denn die globale Produktion hat sich doch enorm verkompliziert. Sie ist abstrakter geworden. Früher hat man irgendwie die Kommode vom Schreiner bekommen und konnte gleich sehen, wie das gefertigt ist. Heute weiß man gar nicht, wo das Produkt herkommt. Das vermittelt sich nicht mehr so greifbar. Braucht man da nicht noch stärker eben eine Geschichte, das überhaupt greifbar zu machen? Eine Geschichte, die den Erfolg des Produkts dann eben auch spiegelt oder sogar prognostiziert. Entwickeln Sie zusammen mit Ihren Mandanten eine solche Geschichte, ein solches Narrativ letztlich das auch des Erfolgs? Im Grunde ja, wobei wir fangen ein wenig früher an, denn wir selbst sind ja Unternehmen, das im Grunde nur Dienstleistungen verkauft, also Lösungen zu Problemen anbietet und eigentlich gar kein klassisches Produkt hat, das man anfängt. Daher ist es eben uns auch gerade sehr wichtig, dass wir von Anfang an unsere Mandanten begleiten, die Geschichte zu entwickeln. Das bedeutet für uns wiederum, dass wir Probleme erstmal in Fragestellungen verstehen müssen. Somit ist es wichtig für uns zuzuhören und eben genau diese richtigen Fragen zu stellen. Fragen, die eben das Potenzial haben, Raum zu schaffen, um
Kunden zu Wachstum zu verhelfen, Bildung voranzubringen, Gemeinschaften erfolgreich. Uns ist jede gute Frage dabei, den Zweck und die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen und dabei eben auch. Das ist ja dann auch ein Spagat. Ne? Also Sie müssen eine Geschichte entwickeln, kommt es sich aber auch auf die Authentizität an. Denn das wird ja in einer transparenten Gesellschaft sofort überprüft, ob das alles so wahr ist. Absolut. Also es darf nicht künstlich sein. Insofern ist die große und spannende Herausforderung dann für uns und auch für das Unternehmen, wenn ich in diese, für uns insbesondere in diese Rolle des Unternehmens, gerade eben in den eher regulierten Bereichen, die wir haben, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung natürlich, etwas schwieriger als eben in der klassischen Unternehmen, den man absolut supervisieren kann und sich eben in die Gedankenwelt des Unternehmens. Mit Ihren Beratungen verändern Sie Firmen, Unternehmen. Frau Willer, wie sieht es von Ihrer Warte aus? Ist das digitale Zeitalter auch ja, eine Chance, einen Erfolg herzustellen der gesamten Gesellschaft? Gibt es da Veränderungen? Und wichtig vielleicht, profitieren davon alle Menschen gleichermaßen? Also ja, ich glaube, dass sich durch diese vor allem sehr bildgetriebenen, bildgefluteten Medien sich eine Menge verändert und durch die Produktionsbedingungen dieser Medien, die eben sehr viel weniger exklusiv sind, durch Gatekeeper bestimmt, was lesen wir, was sehen wir, welche Bilder können wir uns auch von unserer Welt machen. Wir haben ja mit Medien zu tun, die sehr viel, demokratisch möchte ich es nicht nennen, aber sehr viel mehr sozusagen Inklusion ermöglichen, weil jeder theoretisch, prinzipiell und auch tatsächlich sehr viel mehr Leute ja Videos von sich posten, in sozialen Netzwerken sind und so weiter und so fort. Also insofern, ja, das hat sich sicher verändert. Ich glaube, gleichzeitig geht damit einher und da würde ich dem Herrn Mayer da leicht, sag mal, widersprechen. Das wäre eine interessante Diskussion, nochmal zu schauen. Ich glaube, dass nämlich gerade der Punkt der sogenannten Künstlichkeit eine unheimliche Aufwertung erfahren hat. Das schließt eher an das, was Frau Hohn schon gerade gesagt hat, nämlich so, also oder andere, aber die Idee, dass man die Produktion des Produktes sieht und dass da sozusagen die Produktion, die sogenannte Künstlichkeit, die Medialität, die Herstellbarkeit des Produkts zu sehen ist. Ich glaube, das hat eine enorme Aufwertung erfahren. Also das betrifft Make-up und Gesichter, das betrifft Engels, so Winkel, wie wir uns selber fotografieren, das betrifft Körperdarstellung, das betrifft alles Mögliche, das ganz klar ist, das ist hergestellt, das sind hergestellte Bilder, das ist nicht mehr die Idee, Bilder oder Medien bilden bloß etwas ab, was an sich schon so da ist. Ich glaube, da sind wir jenseits dieser immer schon falsche, aber ja, Vorstellung haben wir in echt empirisch hinter uns gelassen. Und je jünger die Leute sind, desto stärker. Und das, finde ich, bringt nochmal einen ganz interessanten Aspekt in die sozusagen Selbstproduktion von auch Erfolg. Und das hat sehr stark auch Effekte für das Selbstmarketing. Also Marketing, Selbstdarstellung, Selbstoptimierung, Selbstpräsentation ist quasi alles. Und das ist die Kunst, die es zu beherrschen gilt, diese Selbstdarstellung. Und das ist sehr ungleich verteilt. Da profitieren nicht alle gleichermaßen von. Das hat sehr stark mit dem Zugang zu Social Media zu tun. Das hat extrem stark mit Normierung zu tun, welche Körper zum Beispiel gelten als sichtbar, als angemessen, als anerkennbar, welche nicht. Welche Klassenfragen, will man Armut sehen oder eher Spaß sehen? Wollen wir die Bilder von bestimmten Flüchtlingsheimen gerade sehen oder wollen wir lieber irgendein Katzenvideo sehen und so weiter? Also da gibt es ganz starke Exklusionsmechanismen nach wie vor, die auch über die klassischen Achsen laufen, wie Klasse oder arm reich, auch Geschlecht, Alter und so weiter und so fort. Und das ist nach wie vor sehr stark. Man hat ja festgestellt, dass sich Kunst auf Instagram, dass sich Kunst wesentlich besser und wesentlich mehr angeschaut wird, wenn der Künstler oder eine Person daneben steht. Also wenn ein Mensch im Bild ist. Also wenn nur Kunst fotografiert, wird es nicht so oft angeklickt, wie wenn der Mensch im Bild ist. Wie geht das zusammen? Weil im Grunde ist ja das ist ja auch dann die Rolle des Künstlers, die da mitdefiniert wird. Das wollte ich Sie jetzt fragen, ja. Das finde ich total erstaunlich. Können Sie das vielleicht kurz? Das wusste ich jetzt nicht, aber also ich glaube, es gibt nach wie vor so eine Art, auch in diesen Medien, eine Sehnsucht nach sowas, nach echten, nach also gleiche Authentizität, die aber nicht heißen muss, das vom Bild oder vom Medium Unberührte, sondern sozusagen Menschen, die in Medien etwas tun oder die Medien hervorbringen. Aber
Weiß ich nicht. Interessante Beobachtung. Ja, auf jeden Fall ändert sich unsere Vorstellung von Individualität als einer ganz persönlich zugeschnittenen Haltung. Und, wir leben eher in Bildern, in künstlichen Bildern. Vielleicht nochmal zu dir, Philipp, du hast es vorhin schon angesprochen. Im digitalen Zeitalter ist eben der Erfolg von Künstlern mehr denn je mit der Öffentlichkeit verbunden. Also wenn man die Zahlen liest oder die Magazine sieht, es ist immer eben auch mit Parametern verbunden, die mit Zahlen zusammenhängen, mit Preisen und so weiter. In einem Vorgespräch, und wir haben es jetzt auch gerade nochmal gehört, gibt es eine neue Ökonomie der Aufmerksamkeit, die eben auch ablenkt vom künstlerischen Schaffen. Wie gehst du mit diesen, welche Erfahrungen hast du damit gemacht, beziehungsweise welche, hast du einen Tipp dazu, wie man sich darüber dazu verhält, mitmachen oder raushalten? Das ist nicht so eindeutig. Also, und es hängt natürlich davon ab, was einen interessiert. Also sozusagen, mich interessiert das als Phänomen, aber mit dem Mitmachen quasi sozusagen in dieser Social-Media-Struktur habe ich natürlich meine Schwierigkeiten. Ich ständig das Gefühl habe, ich verlagere meine Aufmerksamkeit dort hinein und nicht zu dem, was ich quasi für mich als künstlerische Arbeit vielleicht sozusagen mir vorstelle oder sozusagen postiere. Aber natürlich würde ich dann erstmal sagen, weil mich Kunst interessiert, würde ich sagen, okay, wenn man damit arbeitet, dann macht man aber Kunst damit. Ob das dann marketingmäßig wieder so gut funktioniert, wäre nochmal die Frage. Also es gibt relativ viele Dekonstruktionsfälle. Was ich jetzt interessant fand, war sozusagen, was Sie beide da angesprochen haben, also dieser Begriff der Künstlichkeit, und das kam ja, weil Jan hat gesagt, dass das von Authentizität, nicht? Also diese Frage, ob das überhaupt gibt, etwas Authentisches, weil narrative Geschichten, also sozusagen so, ich weiß nicht, ob es jemals eine echte Geschichte gab. Also vielleicht ist sozusagen Odysseus, stelle ich mir mal vor, ist keine echte Geschichte, das ist eine großartige Geschichte. Und sozusagen den Sprung rauszumachen, also eine Vorstellung vom Authentischen, dem Bewusstsein sozusagen, was wir machen, ist künstlich. Und quasi sozusagen die Karten so richtig sozusagen voll zu spielen, den finde ich immer reizvoller. Da quasi greift mir mein Interesse an diesem ganzen Digitalen und an dieser Möglichkeit. Dass es manipuliert ist, sozusagen, ist quasi evident. Also sozusagen, weil die Möglichkeit so groß ist. So wie wenn man quasi, man hat eine riesige Farbpalette und natürlich kann man da in die Vollen gehen, man kann aber auch nur schwarzen. Aber zu. Darf ich ganz kurz bitte merken, ich wollte nur sagen, weil unser Gespräch nicht ewig dauert, dass unser Publikum in der Chat-Funktion Fragen an uns richten kann. Und auch im Auditorium können Sie das tun, ganz analog. Es wird Ihnen gesagt, wie es geht. Wir werden dann am Schluss unseres Gesprächs, dem wir uns langsam nähern, eben auch versuchen, möglichst viele Fragen zu beantworten. Paula, ich wollte nur kurz anmerken, weil es gerade aufschien und ich dachte die ganze Zeit daran, schon seit der Eingangsfrage, dass Erfolg ja auch sehr dubios ist. Also es ist ja nicht nur toll und gerade im Bereich der Kunst, ich bin jetzt nicht so im klassischen Kunstsinne versiert, aber schon sehr in der Popkultur. Ich glaube, gerade im künstlerischen Schaffen, aber es gilt auch für das Wissenschaftliche interessanterweise, ist Erfolg einerseits erstrebenswert und das Wollen ist sehr positiv besetzt, aber es ist auch immer ein bisschen dubios, weil sie so sehr, dieser Erfolg, weil er so sehr hängt eben an der Anerkennung, an Applaus, an den Kaufsummen für ein Bild, an einem vollen Konzertsaal, an den Charts. Und das ist immer irgendwie, steht leicht im Widerspruch zum Anspruch auf Authentizität, auf Originalität, auf diese autonome Künstlerpersönlichkeit. Also ich glaube, das sollte man nicht vergessen, dass Erfolg in der Kunst und in diesem Kulturbereich auch immer ein bisschen suspekt ist. Ja, vielleicht kann man sich dem auch nur annähern, weil es eben die Authentizität oder so vielleicht eben auch nicht gibt. Vielleicht ist auch Erfolg ein Mysterium oder eine Mystifikation, oder ambivalent. Nennen wir es ambivalent, genau. Gibt es noch Ergänzungen? Sonst würde ich schauen, weil wir auch schon Fragen bekommen haben. Aus Hamburg kommt die erste Frage für Frau Villa. Hat die junge Generation einen neuen Erfolgsbegriff? Also, die junge Generation wahrscheinlich die Digital Natives.
Ja, das ist wirklich eine gute Frage, die ich wirklich, wenn ich ganz redlich antworte, und das möchte ich, ich kann da gar nicht das so genau sagen. Mein Guess wäre angesichts der Forschung, die ich kenne, dass es nicht so sehr anders ist als das, was wir bislang auch kennen. Weiterhin gibt es eine starke Orientierung auch bei jüngeren Menschen, soweit ich das kenne aus der Forschung, an Erfolg, der schon materiell auch ist, ein gutes Einkommen, ein sicheres Einkommen, eine gute Zukunftsperspektive, und das, was man tut, soll das ermöglichen, und Erfolg hat auch zu tun mit Selbstverwirklichung weiterhin, also mit genau, was Sie eingangs angesprochen haben, selbstgesteckte Ziele, selbstgesteckte Wünsche für das Leben, selbstgesteckte Träume, die zu realisieren, das gilt als Erfolg. Und ich glaube, da hat sich gar nicht so viel geändert. Vielleicht ändern sich die Wege dahin, die Mechanismen, auch die Zeitlichkeit, also die Vorstellung, wie schnell oder langsam das geht, wann sich das erfüllt. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen in Bewegung. Aber ansonsten, das, was wesentlich als Erfolg gilt, ich glaube, das hat sich nicht so stark geändert. Dann haben wir eine Frage, die erscheint mir am leichtesten oder am einfachsten von Herrn Meyer zu antworten. Muss Erfolg immer mit Geld zu tun haben? Nein, auf keinen Fall. Also wir haben jetzt schon viel darüber gehört. Vorhin ist das Wort Anerkennung gefallen oder auch Wertschätzung. Das sind Dinge, die man im Grunde mit Geld nicht aufwiegen kann. Man möchte das immer gerne machen. Ich merke es selber an mir auch, wenn mir einfach jemand sagt, das Wort ist einfach toll in dem Moment. Damit ist eigentlich schon fast alles gesagt zu dem Thema. Mhm. Dann haben wir noch eine weitere Frage. Sollte sich der Künstler nicht komplett vom Erfolg trennen? Ein bisschen hast du es, glaube ich. Mond, oder? Yeah. Aber ein erfolgloser Künstler, ich meine, was ist es, ein Künstler, der nicht von der nicht leben kann? Nein, ja? Das geht nicht. Das geht das, nicht. Nein, es geht nicht. Es geht schon aus dem Moment nicht raus, weil das, was man macht, ist sozusagen eine Schnittstelle von einer Person zur nächsten, weil sozusagen ein Bild, ein Objekt, eine Situation, die sozusagen stellt man ja irgendwo in einen Raum, damit man sich irgendwie sozusagen das betrachten, man unterhält sich untereinander. Es ist quasi ein gesellschaftliches Teil, was man produziert, indem man sozusagen sich und den anderen irgendwie in Relation setzt. Und auch sich erklärt. Der Meyer sagte, die Anerkennung. Ja. Also ein Künstler, der keinen Erfolg hat, hat auch keine Anerkennung. Aber es ist ja nicht alles, was Kommunikation und Anerkennung ist, auch Erfolg. Also das wäre ja auch ein bisschen inflationär, würde ich sagen. Aber es hängt irgendwie miteinander zusammen. Das beginnt jetzt gerade schon eine neue Diskussion. In kürzester Zeit haben wir uns über ein großes Thema ausgetauscht. Und ich möchte mich bei allen Gästen, aber auch bei denen, die im Publikum hier und draußen sitzen, ganz herzlich bedanken für die tollen Beiträge. Wenn Sie ganz dringende Fragen haben, Sie finden sicher Wege, uns zu schreiben, sodass wir diese Fragen auch weiterleiten können. Bevor es jetzt gleich noch weitergeht, es kommt noch ein weiterer Höhepunkt, nach dem schon Höhepunkt unseres Gesprächs hier, eine Ankündigung. In wenigen Tagen erscheint das Magazin MAG, Museum im gesellschaftlichen Wandel, mit seiner ersten Ausgabe, sowohl digital als auch im Print. Und ich möchte Ihnen dazu gleich Miro Krämer vorstellen, Künstler und Designer, der seit 2015 die Together-Projekte in der Pinakothek der Moderne leitet, zu denen Formate wie der Digital Art Salon heute, wie auch der Denkraum Deutschland gehören, der vom 10. bis zum 18. Oktober in der Pinakothek der Moderne stattfindet. Miro, du bist der Herausgeber des MAG. Und möchtest du uns vielleicht sagen, was wir dort zu lesen bekommen und was uns im Denkraum Deutschland erwartet? Erstmal von meiner Seite auch nochmal herzlich grüß Gott im Digital Art Salon. Das MAG. Im MAG gab es eine wunderbare Zusammenarbeit mit der Kunstvermittlung der Pinakothek der Moderne, Pia Bühner und Jochen Meister, zusammen mit den BesucherInnen und externen ExpertInnen. Wir haben dem Prozess nachgespürt, der in Museen allgemein, aber besonders in der Pinakothek der Moderne mit ihren vier Häusern unter einem Dach, schon vor einigen Jahren begann. Und zwar nämlich dem sozialen Wandel, den wir alle jetzt spüren, dem gerecht zu werden als Museum. Und über all dem
steht natürlich die Frage, wie kann ich dieses Potenzial von Kunst, Design und Architektur einer breiten Öffentlichkeit lebbar, sichtbar und natürlich auch zugänglich machen. Und dieses MAC erscheint jetzt in Kürze in einer digitalen und in einer Online-Version. Und du hast mich jetzt noch zum Denkraum Deutschland gefragt. Ja, das ist vielleicht schon ein Beispiel dafür, ein künstlerkuratierter Zwischennutzung in einem Saal der Pädagogik der Moderne. Ihr habt gerade eben schon Philipp Messner gehört, den Künstler. Ich habe die Ehre und Freude, mit ihm zusammen den neuen Denkraum Deutschland dieses Jahr zu kuratieren. Und es geht in diesem Denkraum Deutschland immer darum, die sozialpolitische Denkweise von Künstlern direkt im Austausch zu den Besucherinnen zu setzen und auch in den Diskurs. Und das Thema des diesjährigen Denkraum Deutschland ist Interspace, Digitalität, Kunst, Gesellschaft. Also Interspace, der Zwischenraum zwischen Digitalem und Analogem, wo wir, sagen wir mal, in diesen Zeiten gerade, ich sage es mal so, alle rumschwimmen gerade. Ja? Und natürlich, wo wir hier auch im Digital Art Salon sind. Und der Denkraum Deutschland ist vom 10. bis zum 18. Oktober und ich freue mich sehr, wenn Sie kommen oder uns auch digital begleiten. Du hast diesen Digital Art Salon auch konzipiert von Anfang an und du hast auch zwei Künstler hier am Schluss eingeladen, die uns jetzt hier gleich mit ihrem Werk überraschen, denn es ist eine Weltpremiere. Du hast Alexander Löwenstein links oder rechts von dir, den Soundkünstler und Musiker eingeladen und Ivan Paskalev, Medienkünstler, die beiden haben sich zusammengetan, um speziell für diesen Ort, den Wavespace, eine 9-minütige Sound-Visual-Performance mit dem Titel Technogenesis zu schaffen, die, ja, wie gesagt, heute zum ersten Mal für diesen Raum, in diesem Raum stattfindet. Bevor wir gleich starten, lieber Ivan, möchtest du uns etwas über die Visuals sagen, die du zu diesem Stück gemacht hast? Ja, ich bin allgemein von der Idee ausgegangen, wie schaut die Beziehung Mensch und das Digitale allgemein aus und wo befindet man sich als Mensch, wie wird man vom Digitalen auch als Mensch gesehen? Und wie oft bei meinen Arbeiten bin ich sehr intuitiv an das Thema rangegangen und ich habe nach einem kleinen Narrativ gesucht, und den gefunden, das gut mit dem Thema sich verbinden lässt, aber dann auch sehr viele digitalen Grafiken dazu erstellt und sozusagen das Ganze kollagiert und es aber dann losgelassen und es dem vielen digitalen Filtern überlassen, und wo ich selber auch die Kontrolle verloren habe. Mhm. Sozusagen, ich wusste nicht, was am Ende entsteht. Und, für mich war das wichtig, dass ich genau dieses Thema Kontrollverlust im Sinne von, wir wissen nicht, was im Hintergrund passiert. Und das war für mich wichtig, auch im künstlerischen Prozess das einzusetzen, aber trotzdem ein kleines bisschen es zu steuern und einen Rhythmus hineinzubekommen. Und oft in meinen abstrakten Videoarbeiten gab es auch eine musikalische Komponente. Die aber jetzt heute gar keine Rolle gespielt hat, beziehungsweise eine rhythmische natürlich. Es war jetzt interessant, dass der Kontrollverlust, den wir in unserem Gespräch nicht angesprochen haben, das wäre auch nochmal ein schöner Aspekt gewesen. Jetzt kommt er durch die Künstler zu uns in den Salon. Alexander Löwenstein, du hast den Sound dazu komponiert, das heißt, du hast die Visuals gesehen und hast dann darauf reagiert. Genau, ich habe eine Datei bekommen von Ivan. Ivan hat sie mir zugeschickt, ich habe sie geöffnet und Ivan hat mir erzählt, er saß am Schwarzen Meer mit einem Freund, hat Urlaub gemacht, hat daran gearbeitet, stundenlang. Und ich kannte nicht, was jetzt kommt, habe es geöffnet und genau was du jetzt gesagt hast, hat mich erfasst in dem Moment auch analogisch, also analog zu meiner Arbeit. Ich arbeite wahnsinnig gerne auch mit Ebenen, mit Effekten, mit Kontrollverlust. Und ich habe versucht, das ist eine digitale Arbeit natürlich am Computer. Man muss da schauen, dass man weggeht von Mausklicks. Und ich habe in meinem Studio rumgesucht, analoge Sachen, Sounds aufgenommen, die vom Schwiegervater,
zum Beispiel, und habe versucht, das in diese Arbeit reinzubringen und schon ganz klar in großen Teilen bewusst die Arbeit von Ivan unterstützt und Parallelitäten zu schaffen. Mhm. Und ich glaube, die Arbeit ist insofern ein Erfolg, dass wir uns kennengelernt haben. Sehr schön. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Wir sind jetzt, glaube ich, ganz neugierig geworden. Ich darf mich verabschieden von den Zuschauern, wünsche uns allen jetzt ganz viel Spaß bei der Performance und wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Digital Art Salon, der am Samstag, den 10.10., ausnahmsweise am Samstag stattfindet, um 15 Uhr. Das ist nämlich der Start für den Denkraum Deutschland, den Miro Kremer schon erwähnt hat. Also uns allen viel Spaß. Danke euch dreien auch für euer Kommen. Thank you.
Thank you.